Hallo Leute, hier also das versprochene Video zu Flexibilitätstraining für Kampfsportler. Für mich ein besonders wichtiges Thema, Beweglichkeit, Flexibilität, die beschäftigt uns jeden Tag, die begleitet uns immer. Wir wollen gleich zu Beginn unterscheiden zwischen Beweglichkeit und Flexibilität, was man im Allgemeinen meint, wenn man Beweglichkeit sagt. Beweglichkeit ist die Kombination aus Flexibilität und Kraft. Heute soll die Flexibilität im Fokus stehen, die Fähigkeit eines Muskels sich maximal dehnen zu lassen und auch eines Gelenks einen möglichst großen Bewegungsradius mitzumachen. Wir wollen, um die Flexibilität zu steigern, dehnen, das war jedem klar, und wir möchten das auf eine besonders einfache Weise tun. Der ideale Moment, um zu dehnen, ist jetzt, kalt, vor dem Training. Am Morgen direkt nach dem Aufstehen und am Abend vor dem Schlafengehen. Das hat ein paar einfache Gründe. Wir sehen das in der Natur. Fast jedes Tier, wenn es aufsteht, es streckt sich, es reckt sich, es bewegt sich in alle Richtungen. Und wir Menschen tun das nicht. Wir stehen auf und dann schleppen wir uns halbtot zur Kaffeemaschine und wachen dann langsam auf. Und so nimmt unsere Flexibilität langsam aber stetig ab. Und bereits mit 20, spätestens mit 30 sind die meisten Menschen sehr unbeweglich. Wir wollen unseren natürlichen Bewegungsradius, unser natürliches Bewegungsspektrum wiederherstellen, indem wir uns an jedes Gelenk herantasten, bis maximal, bis so weit wie wir können. Und der beste Moment ist eben, wie gesagt, wenn wir kalt sind. Das widerspricht dem, was viele sich denken, weil wenn man warm ist, ist man ja viel beweglicher. Und das ist genau der Grund, weshalb wir das nicht tun wollen. Wir wollen unsere tatsächliche Grundflexibilität erhöhen. Wir wollen beweglicher sein, wenn wir kalt sind und ausrutschen. Wenn wir eine unerwartete Bewegung machen müssen, dann wollen wir stabil sein und uns nicht verletzen. Wir wollen, dass unsere Muskeln jederzeit bereit sind, jede Bewegung mitzumachen. Wir dehnen kurz und knackig. Legen wir los. Wir setzen uns hin, tun die Beine einfach bequem auseinander, gerader Rücken, tief atmen, Beine strecken und wir drehen uns zum linken Bein hin, so sehr wir können, und wir zählen ungefähr bis 10 und während diesen 10 Sekunden ziehen wir so weit an, wie wir nur können. Wir reißen nie, wir ziehen konzentriert. Wir atmen aus und gehen bis ans Ende des Bewegungsspektrums. Wir wollen eine riesenstarke Dehnung haben. Von 0 bis 10. Wenn 10 bedeutet, der Muskel reißt und wir müssen ins Spital, dann möchten wir so 8, 8,5, die vorgeschrittenen 9, 9,5 erreichen. Dass die Muskeln wirklich sich lösen und nachgeben müssen. Strecken wir unsere Füße nach vorne, sitzen gerade, Zehen angezogen. Wir möchten unseren Muskeln beibringen, auseinanderzuziehen. Unsere Muskeln sind nicht verkürzt, noch sind die Bänder verkürzt oder irgendetwas. Das wäre ein starkes, ein pathologisches Problem. Unsere Muskeln sind sich einfach nicht gewohnt, sich so weit auseinanderziehen zu lassen. Wir greifen die Füße und heben die Fersen vom Boden und schauen nach oben. Wir möchten die Füße zu uns hinziehen und die Fersen nach oben und den Rücken gerade machen. Und jetzt einrollen auf die Beine runter. Wir möchten kurz und knackig wie eine eingerostete Bewegung wie der Rost lösen, einfach bis ans Ende führen. Linken Fuß einklappen, den rechten Fuß darüber stellen, der linke Arm umarmt das rechte Knie, zieht das unter die linke Achselhöhle, rechte Pobacke gegen den Boden, die Brust erhöhen wir über das Knie und wir drehen uns nach rechts. Sollten wir in der Pobacke spüren. Vielleicht ein bisschen im Rücken, vielleicht die Atmung ein bisschen erschweren, das Knie noch mehr unter den Arm, Fuß halten und noch weiter rumdrehen.
Und jetzt, die können den Arm hier halten, das Knie bleibt hier. Der Arm dreht sich rein und der andere Arm greift hinten durch. Wieder erheben und drehen. Und lösen. Rechten Fuß einklappen, linken Fuß darüber stellen, rechter Arm umarmt das linke Knie und gerade drehen. Linke Pobacke gegen den Boden, linkes Knie unter die rechte Achselhöhle, Oberkörper erheben und links umdrehen. Und rechte Hand zum rechten Fuß und noch weiter drehen. Jetzt, wer kann, reindrehen mit der Hand und zusammengreifen. Und maximale Drehung. Führt die Bewegung mit den Augen so weit wie ihr könnt. Und lösen. Sehr gut, sehr gut. Wir drehen uns auf den Rücken, greifen die Füße und ziehen die Knie gegen den Boden. Die Hüfte drücken wir auch gegen den Boden. Brust will raus, Bauch will rein. Und jetzt strecken wir die Beine und machen die Zehen auf den Boden. Gut. Wir greifen einen Fuß und ziehen ihn an unsere Brust. Und den anderen Fuß. Jetzt den einen Fuß hinter dem Kopf, so weit wie es geht, zum Gesicht führen und über den Kopf bis nach hinten. Schön. Und den anderen Fuß. An den Kopf, über den Kopf. Tief und entspannt atmen. Gebt eurem Körper das Signal, sich zu entspannen. Und lösen. Jetzt möchten wir die Knie nach hinten neben dem Kopf in Richtung Boden bewegen. Wir können an den Pobacken ziehen. Um die Spannung zu erhöhen. Anschließend aufrollen in den Squat. Kurze Pause, natürliche Squat-Position. Genießen. Fußgelenke entspannen. Atmen. Hände an den Boden, Handflächen flach am Boden halten und die Beine so weit strecken, wie du kannst. Und mit den Beinen auseinander, so weit wie es geht, Richtung Spagat. Ich weiß, ich komme runter, deshalb gehe ich schnell runter. Mach das bitte unbedingt kontrolliert. Bisschen lösen, eindrehen auf die linke Seite. Beine strecken, Oberkörper erheben, bisschen lösen, rechte Seite, ah, da geht es bei mir immer ein bisschen schwieriger. Und schön. Auf die Knie, auf die Fersen sitzen und wir wollen die Knie vom Boden heben. Die Dehnung sollten wir in den Fußgelenken spüren. Sitzen wir zwischen die Fersen, Knie sind am Boden, Füße ganz flach, Oberkörper gerade. Und dann, ihr könnt schnell, ihr könnt langsam und kontrolliert die Füße greifen und langsam auf die Ellbogen und flach auf den Rücken. Ein
einfach gerade bleiben. Und wieder hoch. Schön. Wir wollen auf den Bauch. Ein Knie anziehen. Anderes Bein strecken. Und so hoch wie es geht. Das gestreckte Bein bleibt flach auf dem Boden. Und wir wollen über das angezogene Knie nach hinten schauen und uns jetzt schon so strecken, dass wir es in der rechten Leiste spüren. Jetzt noch den Fuß holen und noch mehr durchdrehen, noch mehr drehen, noch mehr hochschauen und am Ende noch am Fuß ziehen. Und lösen. Boden, andere Seite, Knie, das linke Bein ist jetzt schön gestreckt und die Kniescheibe zeigt gerade Richtung Boden, Oberkörper hoch, drehen über das rechte angezogene Knie, Fuß holen, noch mehr drehen, noch mehr hoch, solltet ihr in der Hüfte, am Oberschenkel ein bisschen Hüfte hoch spüren. Und dann am Ende am Fuß noch ziehen. Und lösen. Und hoch. Nasenspitze so weit nach oben wie es geht. Hüfte am Boden, Beine gestreckt, Schulter nach unten, Schulterblätter hinten zusammen und an der Decke entlang. Nach hinten wandern mit den Augen. Einatmen und Katzenbuckel. Richtig runden Rücken machen. Hüfte nach vorne, Schulter nach hinten. Und noch einmal Hüfte nach unten. Auf den Bauch, jetzt rechten Arm ausstrecken und nach hinten drehen. Wir wollen jetzt gerade sein und dann noch ein bisschen mit dem Arm nach außen die Achselhöhle gegen den Boden drehen, den Arm nach hinten drehen, dass der Ellbogen gegen die Füße zeigt und dann die Schulter unten halten, den Fuß rüber drehen und hochschauen. Das wollen wir im Brustmuskel spüren, vielleicht in der vorderen Schulter noch. Und andere Seite, Arm strecken, bisschen raus, Arm nach hinten rollen und reindrehen. Der andere Arm, Handfläche nach oben diesmal und Ellbogen zeigt nach oben Richtung Kopf. Und drehen. Der Winkel von Arm und Brust sollte 90 Grad sein. Brust nach vorne, weg vom Arm. Und der andere Arm nach hinten ziehen. Und die andere Seite. Arm strecken. Und eindrehen. Knie sitzen, Handrücken an die Hüfte, Körper neutral, Ellbogen nach innen ziehen. Solltet ihr hier im Schultergelenk spüren, ihr könnt variieren, ihr könnt mitdrehen mit dem ganzen Arm, ihr könnt neutral bleiben, nur den Arm bewegen. Richtig reinfühlen. Andere Seite. Handfläche zum Gesicht, unter dem Ellbogen durch, die Außenkante der Hand greifen und nach unten drücken. Ihr könnt variieren, ihr könnt den Ellbogen nach innen ziehen,
könnt ihr nach außen bewegen, könnt ihn hoch, könnt runter, könnt mit dem ganzen Körper eindrehen, was euch die beste Dehnung bringt, was sich am besten anfühlt, respektive wo es als erstes blockiert, denn das ist immer das Wichtigste, um zu dehnen, dort wo es am wenigsten weit geht. Jetzt den Ellbogen unter der Achselhöhle auf die andere Seite ziehen, Brustkorb nach vorne, Schulter nach hinten und jetzt mit dem Ellbogen Druck aufs Handgelenk machen. Und die andere Seite flach quer über den Brustkorb und anziehen. Gut, jetzt Oberschulter an den Hals, Ellbogen zur gegenüberliegenden Schulter. Und andere Seite. Und hinter dem Kopf. Andere Seite. Für die Finger, Handflächen zusammen. Belasten und langsam nach hinten drücken. Zunächst sehen wir das Handgelenk und jetzt heben wir die Handgelenke ab vom Boden und gehen direkt auf die Finger. Gut. Andere Seite, vom Zeigefingerbasisgelenk bis zum Handgelenk Kontakt halten, auf den Boden, Arme strecken, Ellbogen nach innen zum Körper drehen, belasten und langsam nach hinten. Daumen noch, wir nehmen den Daumen und drücken ihn an den Unterarm. Wir greifen in den Daumen, nicht der äußerste Punkt, wir wollen dieses Gelenk nicht quer belasten, wir wollen hier drücken. So. Gut. Den Kopf greifen. Die Schulter und jetzt der andere Arm runterdrücken. Die Dehnung kommt hauptsächlich aus dem Druck mit diesem Arm nach unten, Fingerspitze nach vorne, Arm strecken, Schulter alles nach unten richtig öffnen, die linke Seite des Halses und die andere Seite. Hinterm Ohr greifen, auf die andere Seite, Arm runterdrücken. Und Kopf nach vorne. Und nach hinten. Wir haben es geschafft. Super mitgemacht. So haben wir den ganzen Körper in jede Richtung, jedes Gelenk gedehnt. So können wir unsere Beweglichkeit massiv steigern und oder erhalten. Bleiben gesund, fit, beweglich, schnell, stark. Das ist der Weg. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.